Hallo an allen, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot, die Tod-Challenge. Im letzten Part sind wir ins Ditko-Gebäude eingedrungen und haben Schwester Scheues Cousine dritten Grades gefunden. Wir wollen diesen Part einen epischen Boss-Kampf gegen Weed machen. Unsere Ditos sind geheilt, ich glaube Items haben wir auch eine Menge. Gegen den hatten wir gekämpft, wir müssen einfach nur hier rüber. Und hier wartet Weed auf uns. Genau, wir speichern nochmal, auch wenn ich eigentlich gar gespeichert habe, weil ich die neue Aufnahme angefangen habe. Egal. So, mal sehen, ob wir das schaffen. Ich habe keine Ahnung. Wir haben Tränke. Ich hau lieber nochmal ein paar Runden nach. Tränke, Beleber, Top Genesung, Gegengift, Mondstein. Okay, der bringt uns wahrscheinlich eher nicht so viel. Ja, bringt uns alles nicht viel. Auf geht's. Was hat dich aufgehalten, Fischer? Haha, ich wusste, du würdest dir vorbeikommen. Ich hätte das Team Rocket hätte ganz schön zugesetzt. Warum schon, dass du weißt? Kann. Ich habe dich da vorhin, ihr seht, hier gesehen, habe mich gefragt, ob du denn besser geworden bist. Indeed. Ich habe bei dir ein Detail mehr. So, unser Rivale, Weed, möchte kämpfen und ein Tauboga. So, ich hoffe, das klappt jetzt so gut wie beim letzten Mal. Da haben wir uns der Garados geschnappt. Down. Was bringt das nochmal? Achso, ja, das ist eben so egal, weil wir uns jetzt in die Taubos verwandeln. Egal. Okay, wir haben Wirbelwind, genau. Und dann haben wir wieder sein Garados. Genau, das wollte ich nämlich bei der Way haben. So, und dann können wir ihn ein bisschen schwächen. Oh ja, ich betone ein bisschen schwächen. Das war wirklich nicht viel. Was ist los? Warum hat das so wenig Schaden? Okay, ich werde jetzt bewusst gleich mein erstes Ditto verlieren. Um mir das Garados zu schnappen. Okay, Katrachenwut. Ja, dann schnappen wir uns das. Ist okay. So, am besten eins, das Überreste hat. Genau. Ich dürfte eventuell stärker sein. Ich ziehe das zurück. So, wir haben jetzt wieder Garados. Was kann das denn für Angriffe? Ne, wir heilen sie ja wieso. Also, einen Drachenwut halte ich auf jeden Fall aus. Und. Oh, du kannst ja nur Scheiße attacken. Ich versuch's einfach mal. Ich weiß nämlich nicht, wie viel KP der hat. Offenbar nicht genug. Warum kannst du nicht mehr Fuchtler, du Arsch? Das denke ich, dass es schwächer geworden wird. Ich bin sehr enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht von deinem Garados. Das war mal stärker. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte dafür. Also wir haben ja gesehen, wie wenig Schaden Taubos macht. Möchte ich meinen Copy-Tour einen Trank geben? So, an einen Supertrank nehme ich. Supertrank. Yay. Dann sind wir wieder fast voll. Was macht er? Flügelschlag. Okay. Ja, wir heilen es natürlich wieder hoch. Weil Überreste und so, ne? Auf geht's und... Biss ist sowieso spezial. Was ist los, Mann? Garados ist schlechter geworden. Das war ein Crit, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, das war ein Crit? Okay, aber so muss halt mal mit Winto, soweit es eigentlich noch deutlich viel schlechter ist. Meine Nidus haben viel zu wenig KP, merkt ihr das? Oh Gott, das wird jetzt ein Krampf. Das wird jetzt ein Krampf werden. Warum ist denn sein Garados so schwach? Junge, warum hast du ein schwaches Garados? Hättest du mal nicht mal Fuchtler wieder... Mit Fuchtler war es viel stärker. Ich glaube, Drachenmut macht ja wirklich am meisten Schaden. Warum hat er so ein schwaches Garados? Ich verstehe das nicht. Hä?
Warum verlernt man sein Garados Fuchtler? Das macht keinen Sinn. Junge. Ich spare mir erstmal den Biss auf, in Fall, dass er jetzt einen Simsala reinschickt. Und bam, Level 38, sehr schön. Yay. Was kommt jetzt? Simsala. Nein, möchte ich nicht. Jetzt habe ich eine coole Idee. Und zwar werde ich es jetzt halb töten. Also ich nehme mal eigentlich davon aus, dass der Biss nicht ausreicht. Weil, hey, Garados Spezialangriff echt richtig scheiße. Aber ich gehe davon aus, dass den sein Simsala wirklich verdammt außerordentlich stark ist. Und ich deswegen ihn kopieren werde. Um dann mit Simsala weiterzumachen, weil, ja, Idiot. Yay! Ich könnte es im Seil auch besiegen, aber nein. Ich gehe davon aus, dass er Psychokinese oder sowas hat. Und wenn nicht, dann. What the fuck, Reed? Was bist du für ein mieser Trainer? Einer von hatte doch. Hatte einer von den Überreste, Flinkklaue, Krummlöffel, genau. Copy One. Ich glaube, da ist genau das Richtige. Da haben wir einen kleinen Psycho-Boost! Und so. Sehr, was? Ey, sag jetzt nicht, du kannst keine besseren Attacken. Wehe, du killst mich. Danke. Hä, warum macht denn das im Salar nur sehr? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht ganz so. Aber okay. What the fuck? Alter! Willst du mich verarschen? Dann wollen wir noch einen Reflektor rausholen. Ich verstehe es gerade nicht. Warum? Hä? Hä? Das macht gar keinen Sinn. Ja, dann happy Gedankenboosting dann ist mal. Ich verstehe das nicht. Warum hat der... Hä? Warum? Warum hat er nicht Psychokinese, Konfusion, irgendwas? Warum? Hallo, das ist ein Boss-Gegner, nenn ich es mal. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Hä? Das ist so... What the fuck? Hä? Ich, Leute... Könnt ihr mir sagen, was da gerade passiert? Warum hat er keine... Warum hat ein Simsala von einem Rivalen keine richtige Attacke zum Angreifen? Warum? Warum? Warum hat das, hat er das nicht? Das ist... Hä? Das ist so dumm. Das ist einfach nur so dumm. Ja, komm, schluck das mit Krummlöffel sogar, Bitch. Was zum... Ich verstehe das einfach nicht. Es ist immer nur wieder so, what the fuck? Reed, warum hast du so schlechte Pokémon? Du hast einen Garados, das nur Scheißattacken kann und ein Simsala hat überhaupt keine Attacke zum Angreifen. Kann mir das jemand sagen, warum, hä? Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich schon mal Biss gemacht und mir die Qual ist erspart. Warum kann der das nicht? Es ist einfach nur so... Ja, er könnte mich den ganzen Tag drüber aufregen, warum das ist. Ich sehe sowieso schon, worauf das hinausläuft, Leute. Ich werde jetzt ein paar Mal Gangbogen machen, da bekommt er ab und zu meinen Seher ab. Den ich doch garantiert draußen habe. Ja, den habe ich draußen. Okay. Ja, ich bekomme Seher ab. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich noch einen draußen habe. Er bekommt Seher ab. Ist die Frage, ob er mehr getroffen wird, ich weiß es nicht. Oh ja, er wird mehr getroffen. Problem ist, ey, wir haben beide Genesungen und so, ne? Das bringt... Shit bringt das. Das bringt nichts.
So, es ist mein vierter Gedankenboost auf Simsala, aka Copy One. Warum macht denn der nochmal Seher? Ach nein, der hat Gnesium für uns gemacht. Das heißt, mein Seher trifft ihn eher und so. Wow, mein Seher trifft ihn eher. Yo, Simsala. Und so. Bam. Bitte mach viel Schaden. Natürlich nicht. Und mein letzter Seher. Das ist einfach nur, hä? Also mit zwei Seelen würde ich ihn ja killen, aber leider hat die Attacke halt so ein paar Runden Verspätung, nenn es mal. Das immer weniger Schaden macht, auch gut. Und mach mal einen letzten Gedankenboost. Oh yeah. Das ist schön. Und er verschwendet all seine AP. Ja, das tötet ihn natürlich nicht. Also ich mache einen Crit. Was ich immer noch nicht mache. Ja, tut mir leid. Also mehr Schaden kann ich nicht machen. Dum, 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 dum. Das wird jetzt gleich sehr, sehr lustig werden. Ja, ich werde getroffen von Seher. Und haha! In your face. Ich habe sowieso nur noch Reflektor. Das mache ich jetzt noch zweimal und dann verzweifle ich ihn kaputt und so. Das heißt, ich habe jetzt eine ziemlich hohe Spezialangriff. Also Spezialangriff ist sowieso Talrille. Mein Spezialverteidigung ist relativ hoch. Ich habe einen Reflektor draußen, wahrscheinlich auch für die nächsten 10 Runden oder so. Nein, eher nur für die nächsten 5, wie es normal ist. Und bam! Wie viel Schaden macht es? Naja, nicht viel, ne? Setzt CH, er schlug fehl. Hat keine Attacken mehr, jetzt Verzweifler ein. Oh yeah. Also ein Simsala ohne gute Psychoattacke, es ist einfach nur... Warum, Game Freak? Von Seher getroffen. Das macht Schaden. Das tut weh. Yay, ich werde wahrscheinlich nachher gleich einen Supertrank noch einsetzen. Simsala hat Gedanken gut ein, ja das bringt... ihnen nicht viel, ja. Ey, hätte ich das gewusst. Ich hab mir kurz durchgeschaut, was für Pokémon er hat, aber ich habe mir nicht durchgelesen, was für Attacken die können. Warum hast du es im Saal, was so schlecht ist? Warum? Uid, du bist ein Rivale. Ich erwarte davon, dass da jemand sich Gedanken drüber gemacht hat, was Attacken deine Pokémon können. Warum? Das ist wie der Typ aus der Arena, denk mir. Was? Leute. Bitte. Sagt mir, warum ihr das tut. Komm, ich glaube, ich halte auch gleich mal Copy 2 noch, weil... Einfach, weil es kann. Komm, da hält sich sowieso wieder hoch, der Arsch. Damit ich dann, falls ich nachher... es brauche... Alter. Das war klar. Das kann er 10-mal, er hat es, glaube ich, schon 8 oder 5-mal eingesetzt, ne? Kann er nicht mehr sehen, weil ich sofort Verzweifler mache. Yay, ich glaube, er konnte es 10-mal. Und er hat alle APs verloren, außer Genesung, kann das sein? Und Seher macht er ja auch nicht mehr. Das ist gut für mich, denn er macht mir dann keinen Schaden. Yay, ich vermute, man wird auch gleich Verzweifler machen. Nein, wird er nicht. Und das ist ein sehr langer Kampf. Ich beschleunige erstmal ein bisschen. Ja, weil passieren tut es sowieso nicht viel. Er hat offenbar keinen Seher mehr. Er spammt Genesung und Reflektor. Ja, das... Er müsste auch bald kein Genesung mehr haben. Ja, genau, jetzt spammt er Reflektor nur noch. Genesung ist offenbar alle. Aber weil ich so mies bin und ich weiß, er macht mir keinen Schaden. Das ist wieder ein super Tag. Oh Gott. Kampf, Kampf, Kampf. Und tschüss im Sala. Ich bin doch gerade dazu geneigt, weiter mit dem Sala zu machen, aber Simsalas Angriff ist einfach nur so ultra mies. Oh wei. Ah komm, was soll's. Und ich habe keine Ahnung, was er macht. Stachelspruch, okay, ich bin paralysiert. Er ist paralysiert. Ach ja, genau, ich habe Synchro, deswegen ist er auch paralysiert. Gut zu wissen.
Und den trifft der Hex offenbar ein bisschen stärker als uns. Und jetzt kommt Fusion ein. Er kann ordentlich attacken! Und das macht natürlich nur Damage, weil ich 5 Gedankenboosts drauf habe. Happy Boosting, Happy Boosting, Konfusion. Ja genau, das zuckt kurz. Und ich mache eine neue. Warte mal kurz, sein Starter macht auch spezielle Angriffe? Ja, oh Gott, der Kampf dauert schon 15 Minuten, what the fuck? Alter, das ist nicht normal. Nein, es ist nicht. Und es paralysiert. Okay. Und Verzweifler. Und er macht Konfusion. Ja, das zuckt ganz kurz nochmal an der AP-Anzeige. Und ich benutze Verzweifler. Und hat natürlich noch 3 KP übrig. Aber wir benutzen offenbar keine Tränke, das finde ich gut. Aber ich bin gerade so geneigt. Ach komm. Weißt du was? Weil ich's kann. Ich mache jetzt einen Verzweiflungs-Simsala. Und so. Wer weiß, was das nächstes kommt. Hätte ich es gewusst, hätte ich weiter mit Taboga gemacht, ganz ehrlich. Ich bin paralysiert, okay, passiert. Ja, Konfusion, ziehen wir wieder die 3-4 KP ab, wenn überhaupt. Okay, 3 KP. Und ich bin wieder paralysiert. Ich mache jetzt auch bewusst keinen Paraheiler, weil der paralysiert mich dann sofort wieder, weil er es kann. Und Verzweifler! Bam. Und tschüss, oh wei. Ja, Level Copy One hat ein bisschen. Ist auch gut. Und dann setzt Glurak ein Pokémon, das speziell angreift. Oh, ist ein letztes Pokémon bereits. Okay. Das ist Level 40, auch gut. Und Flügelschlag. Oh nein. Ah, er hat auch physische Angriffe, das ist nicht schön. Nein! Slammwurf, das macht sehr viel weniger Schaden. Ich glaube, es macht nur 10. Ey, halt, Gedanken. Gut, okay, ich nehme alles zurück. Okay, ein episches Battle. Ich muss mir überlegen, wen ich da raussende. Überreste ist gut. Flinkklau, Überreste. Ich nehme mal einen Überrest, Dito. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich schneller als ich. Glurak ist ziemlich stark. Okay. Houston, wir haben eventuell ein Problem. Also muss mit Flinkklaue, Dito. Dito! Dito! What the fuck? Willst du mich verarschen? Okay, der one-hittet meine Ditos. Das ist schlecht. Alter, what the fuck? Was soll ich tun? Leute. Der one-hittet meine Ditos. Habe ich irgendwie einen X-Treffer? Habe ich. Okay. Ich brauche X-Speed. Nein, X-Spezialverteidigung brauche ich. Das bringt mir aber auch nichts. Ich hatte einen Simsala mit übelsten hohen Spezialwert drin. Oh Gott, Leute. Ich hoffe, ihr wisst, was das heißt. Ich könnte jetzt Pokémon beleben, aber ich kann nur darauf hoffen, dass ich das überlebe, weil... Hä? Okay, Leute, im nächsten Part geht's weiter. Ich überlege mir eine Strategie gegen das Glurak. Ja, weil ich habe auch keine Ahnung jetzt. Ich überlege mich an die Gegner des Glurak und wir sehen uns am nächsten Part. Ich hoffe, es gefallen, dass ihr gesehen habt, dass das scheiß Glurak so stark ist. Okay, dann ich bin jetzt weg. Ciao.